Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Tropico 5 auf meine kleine imperiale, nix imperiale, ach wieder Rechtsklick. Ich werde mich noch ans Menü gewöhnen. So, so umgeht das. Irgendwie ist das Spiel von der Steuerung schwierig. Ich habe mir extra Gedanken gemacht, jetzt neue Aufnahmesession und ich hatte gehofft, es gibt irgendwie einen Steuerungsmod oder sowas in der Art. Gibt es nicht. Es gibt einen Mod, mit dem man weiter rausscrollen kann, aber ich finde das jetzt auch nicht gerade knapp. Was ich ein bisschen komisch finde, ist die Richtung, Drehrichtung invertieren. Nein, Mausrad investieren, Mausrad invertieren. Probier das mal gucken, was passiert. Nee, das ist nur Mausrad. Das ist immer verkehrt rum. Ich dachte, es gibt nämlich irgendeine Option, wie ich das Kippen umdrehen kann. Nee. Gibt es wohl nicht. Gut, wir spielen einfach weiter. Wir machen einfach ganz normale Folge. Herzlich willkommen. Hallo auf YouTube. Eine weitere Runde im Live-Let's Play. Zuletzt ist ja hier, wie heißt er? Penultimo. Irre geworden. Und wir haben eine Irrenanstalt gebaut. Eine gar kleine. Wo gleich drei arbeiten. Sag mal, wie viele Bekloppte haben wir denn? Okay, wir haben hier drei Mitarbeiter für einen Penultimo, oder wie er heißt. Mal gucken, wann der sich wieder meldet. Ah, wir können auch noch ausbauen, okay. Ich darf jetzt nicht durcheinander kommen von den ganzen Tipps, die ihr gegeben habt. Hier sind auf jeden Fall noch Hütten. Das ist doof. Das heißt, wir brauchen noch Möglichkeiten für meine Bewohner, um hier zu wohnen. Tun wir so. Wohnen. Sollen wir eine Luxusvilla bauen? Geht's gleich los hier. Ich glaube, ich baue mal ein paar Luxusvillen. Wo ist eigentlich mein 23.000? Allzu viel haben wir nicht an Kohle. Ist das so richtig? Hier ist der Eingang, oder? Ja. Gut, dann machen wir so. Da. Und dass wir noch eine Straße durchziehen können. So. So, gegenüber dem Palast. Wie kostet eigentlich so ein Ding? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was sie kosten. Luxusvilla, 4 Mille. Okay, dann warten wir nochmal, bevor wir gleich komplett pleite sind. So. Ich finde es irgendwie cool, wie die da bauen bei dem Spielen. Das ist irgendwie ganz anders. Anders, verstehen's? So, ich glaube, ich brauche noch mehr Arbeitsplätze. Wie war das denn? War das hier? Und dann muss ich hier und dann sehe ich, wir haben, nein, hier, nicht arbeitsfähig 24. Das heißt, wir haben viele Bewohner, aber keine Arbeitsplätze. Das heißt, wir müssen das ausbauen. Und irgendjemand hat gesagt, ah, wir haben gerade exportiert. Und zwar, es ging um, ich schau mal, wo das ist, Sozialismus. Irgendwie beim Flexible Prinzipien. Und zwar für die Steinbrüche, dass man irgendwie eine. Die Zukunft, das Internet. War das nicht hier bei der Forschung? Oder war das bei der Verfassung? War das hier? Warte mal kurz. Und zwar, dass man irgendwas erforschen kann. Nee, das ist die Verfassung. Verordnungen. So rum. Da müssen wir gucken. So, dass man praktisch mehr Ressourcen aus den Steinbrüchen rausholt. Das war das. Deswegen soll ich das nicht, deswegen soll ich da warten, bevor ich Steinbrüche baue. Ich muss noch gucken, wo ich das finde. Habe ich mir gut vorbereitet, wa? Kostenpflichtige Krankengelder? Vielleicht kommt das später erst. Ich weiß nicht mehr. Werden wir rausfinden im Laufe des Spiels. Ich warte auf jeden Fall, ich werde keine Kasernen bauen. Und einfach mal schauen, dass wir hier... Oh, da gibt's ein Quest. Ich bin Catman. Wir müssen die Stadt vor den bösen Verbrecherbossen schützen. Auf zum Monorail Catmobil, Garnboy. Okay, er ist völlig durch. Zum Glück haben wir die Irrenanstalt gebaut. Das heißt, es könnte sein, dass wir es wieder hinkriegen. Bin ich mir nicht so sicher, ne? Komm schon, Garnboy, wir müssen den Verbrecher... Ja, aha. Besiegen Sie den Verbrecherboss auf der Insel, indem Sie verbannen oder auslöschen. Benutzen Sie Polizeiwaren und besondere Bürger sowie Verbrecherbosse.
Wo sind die denn, die Verbrecherbosse? Sehe ich die? Werden die mir angezeigt? Wo sind denn Verbrecherbosse? Muss ich hier finden auf meiner Insel oder was? Leben die im Hinterland? Er ist Catman. Naja. Muss ich vielleicht das Ding weiter erforschen mit meinen Soldaten? Okay, wir haben es einfach mal angenommen. Präsidente. Ja. In Übereinstimmung mit Paragraph 70 fordere ich Sie gemäß Absatz 3c dazu auf, eine Zusatzvereinbarung in die Tarifgesetzgebung aufzunehmen, nach der General Penultimo jedes Jahr eine Gehaltserhöhung erhält, die einem Viertel seines Gewichts bzw. seines Bauchumfanges entspricht. Wobei gemäß Paragraph 28 Absatz 9b der höhere Wert ausschlaggebend ist. Ja, natürlich. Okay. Polizeistation. Alles klar. Hallo? Komm ich hier raus? Ach, jetzt muss ich... Ah, Moment. Also, totalitärer Staat. Jeder Polizist überzeugt den Wähler, für sie zu stimmen. Demokratie. Na, das ist schon ganz gut. Arbeitsmarktpolitik. Arbeit für alle. Effekt Kinderarbeit und höhere... Nein, das machen wir nicht. Glückliche Kindheit. Hoheres Rentenalter, normale Lebenserwartung, Arbeitszufriedenheit. Niedriges Rentenalter, hohe Arbeitszufriedenheit. Alle Bürger, die das 16. Lebensjahr erreichen, müssen ihre körperlich-geistige Arbeit. Alle Bürger 16, okay. Wie geht's weiter? Arbeitsparadies. Ich bin für die glückliche Kindheit. Bürgerschaft, Einwanderungsland, offene Grenzen. Geschlossene Grenzen, Visumprogramm. Personen, die unglücklicherweise keine Bürger sind, können durch eine Ausbildung oder einen Abschluss nach ausländischer Schule, Hochschule. Visumprogramm, das klingt gut. So, machen wir das. So, wir brauchen Verbrecherbosse, müssen wir bekämpfen. Und das soll über die Polizeistation. Moment, Forschung. Polizeistation gehen. Stromkraftwerk. Tischmanieren. Neue Diplomatie. Stahlwerk. Das klingt gut. Preisen. Wir gucken mal. Wir erfordern es einfach. Und dann machen wir die Militärbasis. So, wir sind auf hohem Warp. Wir müssen jetzt erstmal bauen. Wo ist Polizia? Wo ist Polizia? Spionage, wo ist denn sowas? Industriegüter, Wohnen, Unterhaltung, Luxusunterhaltung, Tourismus. Gemeindewohl? Polizeiwache. Was ich jetzt nicht verstehe, was ist das Rote? Ich hätte jetzt mal gesagt, das Rote ist, wo die Verbrechensrate am höchsten ist oder sowas in der Art. Krieg ich die da hin? Krieg ich nicht hin. Kann ich die da hier reinbauen? Ah, das geht. Aber dann drehen wir die doch einfach so hin. Oder kann ich die da irgendwie... Warte mal. So geht's. So ist doch super. Die setzen wir einfach mitten rein. Haben wir die Lücke geschlossen, aber nicht komplett geschlossen. So, meine Polizeiwache. Es ist wahrscheinlich dort, wo viel Polizeibedarf ist. Weil es macht ja auch Sinn. Hier sind die meisten Wohnungen, ne? Hier vom Palast, unser Luxusbunker. Ist die Musik wieder aus? Dann machen wir mal fast forward. Na 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 Catman! Na 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 Catman! 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 Ja. Ich dachte, wir hätten eine Irrenanstalt gebaut, um den irgendwie hinzukriegen, aber irgendwie machen die doch was falsch. Aha. Ein Verbrecherboss wurde entdeckt. Wo? Das Rote oder was? Hier ist was Rotes. Ist das der? Moment.
Manche nennen mich die Eiserne Lady. Ja, nee, du bist die Tochter, gell? Okay, das ist wohl nicht der Verbrecherboss. Ich glaube, das ist ein Spinner. Ja. Lass uns mal die Polizeistation fertig bauen. Wir haben ja aber auch noch Militär hier drin, ne? Das müsste auch irgendwie gehen. Ja, du. Aber wo ist denn jetzt hier der Verbrecherboss? Okay, warum ist denn als die Baustelle? Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Sehr schön. Polizia. Sehr schön. So, warum ist das Feld hier eigentlich nicht... Was ist denn hier los? Ah, jetzt. Das wird ausgeblendet. Okay, jetzt war ich gerade irritiert. Das ist meiner hier, oder? Die Stimme in meinem Kopf. Stimme in deinem Kopf? Ist der irre? War das gar nicht Pelotino? Okay. Kann man sich hier... Aus dem Chat kommt gerade der Hinweis, was in einem Buch... Was ist hier los? Präsidentin. Ah, sie. Evita. Der Sozialismus hat auch endlich zu uns gefunden. Da wir in diesen Dingen noch recht unerfahren sind, habe ich uns einen Leitfaden besorgt, mit dem wir in 4 einfachen Schritten die Funktionsweise des Sozialismus erlernen werden. Okay, also wir müssen unsere Leute versorgen. Gesundheit. Bauen Sie eine neue Klinik. 10 Bürger, machen wir. Wir haben zwar schon eine Klinik, aber naja, warum nicht, ne? Tja, wo ist denn... Den Boss, das kapiere ich nicht ganz. Muss doch bestimmt die Polizei irgendwie da hinschicken. Die werden ja nicht automatisch ausmeucheln, oder? Da! Und ist hier. Kann ich irgendwie losschicken? Gastarbeiter einladen, abreisen? Nein, ich will Polizei los... Okay, warte mal. Hier konnte ich doch irgendwie... Ne, erkunden konnte ich noch. Wie kriege ich den... Kann ich dienen? Wie kriege ich den weg? Guten Tag. Ey, bleib stehen! Eieiei. Töten. Kost mich 2000. Ja. Will ich. Ich hab doch kein Gefängnis. Töten. Kopfgeld ausgesetzt. Oh, Verbrecherjagd. Oh, da ist jemand... Ach, wie konnte das denn passieren? Auf offener Straße... Eieieiei. Mordauftrag. Ist ein Verbrecher, ist das dann Mord? Naja, es kann auch. Scusi. War nicht so gemeint. Haben wir eigentlich Knast? Können wir Knast bauen? Oder werden die hier eingekickt? Verbessert sich das schon? Oder dauert das noch einen Moment? Einfach in die Kugel gelaufen, ja. Sowas. Wir könnten ja mal anfangen, eine Straße hier durchzuziehen. Dass die hier auch außen rumfahren können, ne? L-Straße. So. Dann haben die, können die zumindest im Kreis fahren und müssen nicht mehr in die Sackgasse und wieder zurück. Können wir denn... Okay, Verbrecherboss. Das heißt, es dauert jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang, bis der nächste Verbrecherboss gefunden wird. Das ist die Kirche. Wo habe ich denn die Klinik hingebaut? Wo habe ich meine... War das hier vorne? Landhaus? Das ist der Laden. Wo hatte ich denn... Hatte ich überhaupt schon eine Klinik gebaut? Taverne? Das ist immer gut. Ich hätte schwören können, dass ich eine Klinik das letzte Mal gebaut habe. Wahrscheinlich ist das auch so. Ich bin nur wieder zu doof, sie zu finden. Das ist die Molkerei. Das ist Bibliothek. Das ist Landhaus. Das ist die Kirche. Hä? Ich kann schwören. Die Amerikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Ja, bitte? Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Ja. 72%, das ist doch super.
Sie müssen entscheiden, ob Bürger wählen dürfen. Ich bin überzeugt, die würden mich... Was muss ich jetzt machen, die Truppe? Die müssen jetzt jemanden wählen, oder was? Eine von den beiden? Manager der Molkerei. Achso, ich muss nicht zur Wahlstelle. Ja, okay. Nee, ich will gewählt werden. Also 72% sollte ja wohl reichen, oder? Ich wollte mal gucken, ob wir einen Knast haben. Oder macht das die Polizeistation? Krankenhaus, Kathedrale. Das ist die Klinik. Moment, ich habe eine Klinik gebaut. Bin ich überzeugt? Ich bin nur wieder blind. Ich finde meinen eigenen Stuff nicht mehr hier. Da ist sie doch! Sehr gut, aber ich muss eine zweite bauen. Okay, ich meine, meine Stadt wächst ja, ne? Also, vermeintlich. Das heißt, ich glaube, wir breiten uns hier in die Richtung aus. Das heißt auch, wir bauen eine L-Straße. L-Straße, so. Bauen wir mal hier hoch. Wie schnell die gebaut wird. Das ist sowas, was mir in Tropico nicht so gefällt. Auch dieses Ressourcenmanagement finde ich nicht so gut gemacht. Ich hätte gerne eigentlich Lager und so weiter. Das hat mich nämlich auch bei dem Export so irritiert. Es wurde in den Kommentaren ganz viel geschrieben, dass diese Angebote am Hafen, also diese Sachen, die ich auswählen kann, alles nur Angebote sind. Du hast ein Gebot, das ja, nicht ablehnen kannst. Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ich dachte halt, das wären meine Exportrouten. Also die Sachen, die ich überproduziere, werden sowieso exportiert. Ah, geht das da noch hin? Wie rum? Ist da der Eingang? Da ist der Eingang, ja. Das ist super, dann können wir es hier noch daneben setzen. Ein kleines Krankenhaus. Klein, aber mein. Hier gibt es noch einen Auftrag. Auf der Straße sagte mir ein Mann, dass das Heil an unsere Tür klopft. Ich hielt ihn für einen Priester, doch vielleicht war er auch einfach nur betrunken. An die Türen der Universität. Die Anführerin sagt mir, dass der beste Weg, um mehr Rettung für Tropik zu garantieren, eine Universität sei. Noch? Ne, eine Bibliothek habe ich gebaut. Komm, machen wir. Wir bauen alles, was er will. Ich mag die Musik. Memo an mich. Ich muss bei Forest Village im Live-Let's Play muss ich bessere Musik einbauen. Ich muss mir mal... Ich habe, glaube ich, noch Siedler 2 und so weiter. Man kann anscheinend bei Forest Village neue Musik einbauen, was ich hier bei Tropico nicht für nötig halte, aber bin sehr gespannt. Was mich ein bisschen stört, dass ich hier mit der Straße nicht durchkomme. Das ist ein ganz schöner Umweg. Na, 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 oh Gott. Na, 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 Catman. Ja, ja, Catman. Ja, ja. Catman. Ja, ja. Catman, genau. Okay, ein Verbrecher ist gefunden worden. Da ist er. Womit kann ich dienen? Du, ups. Gucken, ob das klar geht. Sieht aber ganz nett aus. Ist er ein Verbrecherboss? Überfahren. Nee, doch nicht. Und nu? Wir müssen auch die Bürger mehr zufriedenstellen, fällt mir gerade auf. Hallo? 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise. Was? Und müssen schnell handeln. Die Rebellen haben es durch ermutigend Touch in Einsatz geschafft, ihr Porträt zu verschandeln. Von Tag zu Tag werden sie aggressiver. Okay, wie kriegen wir das? Wie kriegen wir den runter? Oh, umgefallen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Tja, das ist hier so. Altersschwäche. Catman. Wie geil. Was ein Spiel. Tja, Gefängnis bauen. Verhaftungen sind besser, weil Gefängnis bauen. Wo ist denn das Gefängnis? Irrenanstalt, Supermarkt, Klinik. Gibt es das vielleicht noch nicht hier? Oder Highschool, Bibliothek, Forschungslabor? Drockendock, Bürogebäude, Zollamt. Kaserne, Militärfort, Wachturm. Gefängnis, hier. Ah, da müssen wir aber erst den Kalten Krieg überziehen. Also müssen wir die Leute erst doch noch umlegen. Tut mir leid. Unser bester Materialwissenschaftler wunderte sich darüber, dass ein Stahlträger immer größer wurde. Dann traf er ihn mitten ins Gesicht. Seine Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt. Naja, wir haben immer ein Stahlwerk freigeschaltet, ne? Können wir die Polizei nehmen? Das ist die Klinik. Wo ist ein Polizier? Hier. Deckt das Gebiet ab, Budget steigt um 10%, sende Löschfahrzeuge aus, um Feuer zu löschen, das Budget, okay.
Wir machen erstmal hier größere Range. Ne? Da würden wir ein bisschen mehr abdecken. Ich würde aber gerne noch was zur Unterhaltung tun. Was haben wir noch zur Unterhaltung? Das meine, wir sind hier 2% abgesunken, das geht mal gar nicht. Restaurant, Taverne. Cabaret. Ein Opernhaus. Was kostet das überhaupt? Warte mal. 6.000, komm. Ein Cabaret für meine Bevölkerung. Kriegen wir das hier noch hin? Dann könnten wir die Straße nämlich da weiterführen. Das passt. Sehr geil. Cabaret. Cool. Dann machen wir die Straße noch ein bisschen weiter. Ich ziehe das nochmal so ein Stück hier rein, damit ich weiß, wo wir bauen. Okay. So, die Klinik ist gebaut. So, eine neue Universität. Boah, muss ich jetzt erstmal warten, bis ich wieder Geld habe. Wir müssen exportieren. Wer hat die nicht vermisst? Catman! Ja. Catman! Ja. Catman! Ja, Catman. Ja, da ist noch ein Verbrecherboss. Amigo? Ja. Serio. Es tut mir leid, aber ich muss dir 2000 Euro in die Hand nehmen. Über das Feld zu fliegen, liegt hier gar nichts. Warum hört denn hier eigentlich die Straße auf und das ist nicht weitergebaut worden? Catman! Catman! Und jetzt? Piu piu! Piu piu? Piu piu? Piu piu piu? Arbeitet in der Irrenanstalt? Piu piu piu? Okay, Pause. Ob Fernandez. Heißt du Fernandez? Guten Abend! Sir Leo Fernandez überleben kann, erleben wir in der nächsten Folge Catman. Macht gut, bis dahin. Tschüss.